der Kälte trotzen. Das reizt und fasziniert uns. Immer mehr Menschen suchen die Kälte ganz bewusst. Für mich hat sich durch das Ganze auch mein ganzes Leben gewandelt. Von einer Sekunde auf die andere war ich einfach bei mir. Zuerst fühlen wir uns ganz wach und präsent für einen Moment. Und es werden dann auch Glücksgefühle ausgelöst. Aber Kälte macht uns auch Angst. Denn für unseren Körper und unseren Geist ist sie eine enorme Herausforderung. Kälte war meine größte Angst. Aber es inspiriert mich auch mega. Ich merke, je mehr ich raus aus meiner Komfortzone gehe, desto mehr entdecke ich eigentlich meine Potenziale, was ich erreichen kann. Es kostet mich immer wieder Überwindung, ins kalte Wasser reinzusteigen, weil das kalte Wasser wird nicht wärmer. Es ist immer wieder kalt. Ich bin Denise Kayedelen, ich bin Wirtschaftspsychologin. Wenn ich nicht fulltime arbeite, findet man mich im Wasser. Meine größte Leidenschaft ist Schwimmen. Und mein nächstes Ziel ist, Ärmelkanal zu überqueren. Und da habe ich riesen Respekt vor. Der erste Moment, wenn man dann in diesem kalten Wasser ist, mein Herz fängt an, richtig zu rasen. Der Kopf sagt, oh Gott, es ist kalt, du stirbst, geh raus. Aber mittlerweile habe ich gelernt, dass ich meinen Kopf und meinen Körper kontrollieren kann und weiß, es ist nichts Schlimmes. Kälte ist nichts Schlimmes. Mit 18 hatte ich so dieses Traum, Ärmelkanal zu überqueren. Das ist so das ultimativste, größte, was man erreichen kann. Seit Jahrzehnten gibt es das Ärmelkanalschwimmen. Und die Schwierigkeit ist, das Wasser ist eisekalt. Und man schwimmt 10 bis 15 Stunden in der Kälte. Und vor allem, es gibt Ebbe und Flut. Sehr, sehr viele Wellengänge und sehr viel unkontrollierbare Bedingungen. Das ist eine absolute Extremleistung. Und man muss an die Kälte adaptiert sein, um so eine Leistung überhaupt erbringen zu können. Also ich trainiere jeden Tag mindestens eine Stunde Schwimmen, am Wochenende immer Langstreckenschwimmen, sprich 3 Stunden, 4 Stunden bis 6 Stunden Trainings. Das ist so meine Vorbereitung. Also Ziel ist wirklich, dass man so auf so einem Niveau kommt, dass man unter 15 Grad 6 Stunden nonstop schwimmen kann. Wir verlieren natürlich im Wasser viel mehr Wärmeenergie, weil wir natürlich viel mehr Kontaktoberfläche haben mit dem Medium Wasser gegenüber, wenn wir uns draußen in der Natur bewegen, wo wir ja in der Regel auch bekleidet sind. Bei gleicher Temperatur gibt ein Körper im Wasser etwa 25 Mal mehr Wärme ab als an der Luft. Das liegt daran, dass die Moleküle im Wasser viel näher beieinander liegen. Dadurch können sie Wärme viel schneller weiterleiten und so dem Körper entziehen. Deswegen frieren wir im Wasser schneller. Vor allem, wenn wir uns bewegen, weil wir dann den Wärmepuffer auf unserer Haut verlieren. So um die 9 bis 10 Grad war es. Und das hat man so richtig gemerkt. Dann fängt es an, so richtig zu kribbeln. Und ich merke halt, meine Finger sind ein bisschen taub. Die Normaltemperatur vom menschlichen Körper liegt um die 37 Grad Celsius. Der Körper möchte um jeden Preis diese Körperkerntemperatur aufrechterhalten. Wenn der Körper mit der Kälte in Berührung kommt, dann registrieren das in erster Linie unsere Thermosensoren unter der Haut. Es wird ein Signal ans Gehirn gesendet. Das kommt dann im Hypothalamus an. Das ist unser thermoregulatorisches Schaltzentrum. Dort wird dann die Ist- und die Soll-Temperatur gegenübergestellt. Das Blut wird umgeleitet in die lebenswichtigen Organe. Und was wir auch noch beobachten können, dass sich eine Gänsehaut bildet. Das bedeutet, die Härchen stellen sich auf und das bildet dann wie einen isolierenden Luftpuffer über unserem gesamten Körper. Ja, das merkt man so richtig in den Adern. Und ich merke halt, meine Finger sind ein bisschen taub. Meine Füße sind so, die Finger ein bisschen taub. Ja, aber es ist halt ein mega geiles Gefühl. Danach fühlt man sich so irgendwie voll erleichtert.